Hi und herzlich willkommen bei Looks Like Gaming Stuff. Mein Name ist Dennis und die Farbe des Erfolgs ist Pink. Und bei mir sind wieder meine fantastischen MitspielerInnen und Gäste. Sagt hi, fantastische MitspielerInnen und Gäste. Hallo. Hi, fantastische Hallo. MitspielerInnen und Gäste. Wir spielen heute eine weitere Folge der Schallenberg-Saga, Folge 5. Es geht weiter in den Abgründen unter Bracken. Max, bitte übernehmen Sie. Hallöchen, ihr Lieben. Ich darf mal wieder meine Spielenden quälen. Hier frisch aus dem Exil. Heute nur für euch. Wir befinden uns immer noch in der Bürgermeisterinnenwahl von Bracken. Die Schallenberg-Trionade hat sich unter die Erde begeben, in die Gruft des Bracken. Und dort haben sie die Aufgabe, innerhalb von einer Stunde das Wertvollste zu stehlen, was sie finden. Und wenn sie können, so viele Ghule wie möglich zu töten, denn jeder Ghulkopf gibt 10 Extrapunkte. Und ja, erst gingen sie natürlich dann dahin, wo das Geld versprach, nämlich zum Schatz des alten Ragnar, fanden da tatsächlich aber nur die Grabgräber von Bettlern. Aber Justus hat den Schlüssel des Bettlerkönigs gefunden. Ein kleiner, diamantener Schlüssel, den er sich auch eingesteckt hat. Und dann, nachdem Wanda, meine ich, Detect Magic gecastet hat, sind sie auf ein riesengroßes magisches Relikt zugelaufen. Über eine Grube voller Ghule drüber haben sie sich noch einen Kopf mitgehen lassen. Gerade ist der Stand 3 Köpfe. 3 Ghulköpfe haben sie eingesammelt. Und nun stehen sie in einer riesigen Höhle. Und in dieser Höhle ist ein See mit pechschwarzem Wasser. Das Wasser liegt ganz, ganz still. Und ihr seht in der Mitte des Sees eine kleine Insel, auf der ein kleiner Tempel steht, der aus schwarzem Marmor gehauen ist. Und ich frage euch, was wollt ihr machen? Ich möchte das Wasser aus dem magischen Auster trinken. Was möchtest du machen? Ich möchte Wasser aus der magischen Auster trinken. Kannst du Mach vielleicht mal nach dieser Insel fliegen? Vorsichtig. Egal was passiert, ich werde das Wasser in dich einflößen. Egal, also, du kannst schreien, wie du willst. Du kannst Schmerzen haben, wie du möchtest. Ich werde einfach aus der Auster, wenn ich Wasser nicht reinkippen, bis du nicht mehr kannst. Ich würde gerne einen Stein vom Ufer nehmen und den mal da reinwerfen und gucken, ob was passiert. Das kannst du gerne tun. Du wirfst den Stein und du siehst, das verhält sich wie ganz normales Wasser. Aber der Stein ist quasi sofort weg, verschwindet im Pechschwarz. Und du wunderst dich, wieso? Weil überall ja diese kleinen Kristalle hängen, die Licht absondern. Aber dieses Wasser frisst das Licht. Und was dir auch noch auffällt, das Gras auf der Insel scheint auch blau zu schimmern. Ich würde gern meinen Kopf in das Wasser stecken. Und gucken, ob man unter Wasser was sehen kann. Oder ob es auch unter Wasser halt so unfassbar dunkel ist. Was machst du denn da? Keine Angst, Justus. Was? Leute, das ist nur Wasser. Ich will wissen... Ich hab doch so viele Pfeile. Gucken, ob das verätzt wird. Der Pfeil kann aber nicht unter Wasser gucken. Ja. Aber dem Pfeil geht's gut. Aber was ist denn im Kopf? War ganz ehrlich, benutz ihn. Ja, nein, okay, aber wir müssen irgendwie, was ist was, wenn da im Wasser was ist, was dir deinen Kopf abbeißen könnte? Ich habe super, super schnelle Reaktionen und wenn ich nichts unter Wasser sehen kann, dann kann auch das andere nicht unter Wasser sehen. Ja, manche. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher, weil ich habe, Quab, entschuldige, dass ich hier so reingrätsche, aber ich habe eine sehr große magische Existenz gespürt und ich habe einen großen Respekt vor dieser Existenz. Wir sollten wirklich aufpassen, was wir tun und wo wir uns hineinbegeben. Ja, ich wollte doch nur einmal gucken, ob man unter Wasser gucken kann. Haben wir einen Zauber? Ich komme gleich zu dir zurück, Quapp. Haben wir einen Zauber, mit dem wir etwas nochmal genauer gucken können oder... dass wir nicht unbedingt unseren Kopf hineinstecken müssen. Ja, ich habe einen kleinen Zauber vorbereitet und ich schieße einen Firebolt ins Wasser. Okay. Und sage, Lumos!
Sehr kreativ. Ich bin immer wieder beeindruckt von dir. Diese Folge wird voll sein mit Harry Potter Anspielungen. Ja, als das Wasser mit Lumos trifft, hörst du etwas, was sehr transfeindlich klingt. Nein, Was? Und ihr habt das größte Monster des D&D-Universums geweckt, J.K. Rowling. Und nein, pinker männlicher Goblin, oh Justus, du hast richtig Stress jetzt. Nein, also du schießt den Firebolt ins Wasser, es macht pfff, und du siehst, wie er in die Tiefen absinkt und so nach 4-5 Metern erlischt. Siehst du, Quab? Was auch immer du sehen wolltest, konntest du... Ich weiß nicht, warum ich... Also, da! Ja, also danke. Kann man unter Wasser was sehen? Ja. Also ich persönlich... Ich würde jetzt gerne mal mit einem Pfeil schießen, um zu gucken, ob der Tempel hinter irgendeiner Barriere ist. Weil wenn nicht, könnte ja Kett mal rüberfliegen. Mhm. Also, mach mir bitte... Also du willst auf die Insel schießen? In Richtung Insel, ja. In Richtung Insel. Wie weit kannst du schießen mit dem Bogen? 80. Und in Klammern also, 320? Okay, dann mach mir bitte einmal ein Athletics-Check. Also ich will ja nicht klugscheißen, ne? Aber den Kopf ins Wasser halten ist gefährlich für mich, aber einfach irgendwohin einen Pfeil schießen, von dem wir nicht wissen, was sich da befindet, ist definitiv super, super in Ordnung. Okay, Amina schießt und der Pfeil kommt ungefähr so zwei Drittel und kurz vor der Insel... Ich hab eine Idee. Ich will doch nur wissen, ob da eine Barriere ist. Was denn? Ah nein, doch nicht. Doch eine Idee. Ich schieße noch einen Pfeil. Ja. Lass mich mal einen Pfeil schießen. Ja, mach mal. Eine Range 150. Okay, ja. Du schießt den Pfeil und der Pfeil landet wirklich am Ufer zwischen, wirklich doch, ist so halb im Wasser und prallt einfach auf der Insel auf, steckt da in der Erde. Okay, das scheint aber nichts Magisches drumherum erstmal zu sein. Macht mir doch alle kurz einen Perception-Wurf. 13. Oh, ich hab's heute echt drauf. 5, ja. Natürlich. Ich hab auch eine 13. Das ist eine 10. Mhm. Das ist eine stinknormale Insel für euch alle. Der Pfeil ist auf dem Ufer gelandet. Super. Alles ist gut. Na dann. Ich will trotzdem nicht in dieses Wasser, genau. Wäre cool, wenn du guckst. So, es ist eine ganz normale Insel, Leute. Ich gehe jetzt ins Wasser und halte die Luft an. Ja, aber Moment. Komm, lass mich einfach fliegen. Kat kann fliegen. Ich flieg da mal ein bisschen. Kann ich mich umgucken, ob ich die rudimentären Materialien finde, um ein Floß zu bauen? Mach mir nochmal einen Perception-Wurf. Ich schwimm einfach. Ich will wissen, was im Wasser ist. Ich guck dem jetzt nur noch kopfschüttelnd hinterher. Das ist eine 18. Ich habe eine 18 auf diese. Ja. Du hast sogar Glück, weil was du nämlich entdeckst, ein Stück links von dir, ist ein Galionsschiff, was nur noch mit der Spitze vorne aus dem See ragt. Mhm. Und dort am Ufer, so 10 Meter von dir, liegt ein Beiboot. Das hat ein kleines Loch. Ja. Es liegt genug Treibgut rum, dass du das flicken könntest. Und dieses... Also, das Schiff, wo die Galionsfigur dran ist, wie groß ist das ungefähr? Das muss riesig sein, nur die Spitze guckt raus, das ist untergegangen. Wenn ich da jetzt Mending drauf caste, auf das große Schiff, wie lange würde es dauern, bis ich es repariert habe? So viel Zeit haben wir nicht. So viel Zeit habt ihr wirklich nicht. Also Mending hat eine Casting-Zeit von 10 Minuten, glaube ich. Mending. Casting-Zeit von einer Minute. Aber ich kann halt so, das ist Quatsch, das wäre zu viel für den Cantrip. Also damit kann ich halt, ich würde Mending auf das Beiboot casten und damit das Loch reparieren. Als du das tust, fangen so einzelne Treibhölzer an zu splittern, zu vibrieren und werden angezogen von dem Loch, sammeln sich um das Loch und dann mendet sich das und dann hast du ein wunderschönes Beiboot. Mhm. Ich hab also für die alle und Quab, die nicht fliegen können, habe ich hier ein Boot und ich versuche das ins Wasser zu ziehen. Gar kein Problem. Oh, Justus! Du bist im Wasser?
Ich dachte, ich wäre schon längst reingegangen. Bist du, das ist deine Entscheidung, bist du schon ins Wasser gegangen? Achso, ja, wenn du das nicht wahrgenommen hast und das zu gefährlich ist, dann habe ich das doch vielleicht doch nicht gemacht. Aber nee, eigentlich... Du entscheide dich jetzt, was möchtest du tun? Ich meine, wir wollen ja schon wissen, was unter dem Wasser ist, oder? Ich glaube nicht, dass da drüben auf dieser kleinen Insel einfach, also ich, also Leute, ich glaube nicht, dass wir jetzt mit diesem kleinen Bötchen hier super safe die 50 Meter oder wie viel waren das, 100 Meter, auf diese Insel schippern werden und da ankommen und dann erscheint da eine kleine Fee und sagt, hey, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Ziel erreicht, hier ist das unfassbar wertvolle Ding, was ihr gesucht habt und ihr gewinnt und seid die neuen Bürgermeister und übrigens, ihr seid alle super, super, super toll. Ja, das erwarte ich, ja. Genau das wird nicht passieren. Deswegen habe ich gedacht, woher weißt du das? Weil ich grundsätzlich eins gelernt habe mit dieser Gruppe. A, es kommt immer anders, als man denkt. Und B, meistens wird es noch schlimmer, als wir uns das ausmalen. Ach Quapp, du musst doch nicht so negativ sein. Also Quapp, bitte. Okay. Wozu haben wir die ganze Teambildungsmaßnahme gemacht, wenn das dein Mindset jetzt ist? Okay, okay, ich setze mich wie ein trotziges kleines Kind in das Kackboot von Justus und... bin beleidigt. Das wäre, also Quapp, kannst du warten, bis ich es ins Wasser geschoben habe? Das wird einiges einfacher machen. Nein, ich warte nicht. Ich setze mich da rein. Dann breche ich mir einen ab, während ich das Boot mit Quapp drin versuche, ins Wasser zu schieben. Alles klar. Machen wir bitte einen Athletics-Wurf, Justus. Quapp, das ist deine Schuld, dass ich diesen Wurf jetzt machen muss. Ich habe minus 1 auf Athletic. Okay, ist eine 14. Es dauert seine 5 Minuten. Der Rest kann genüsslich zusehen. Ihr könntet ihm auch helfen, natürlich, wie Justus dieses Ruderboot mit Quapp drin, der vielleicht da drin sitzt, in das Wasser. Ich zu Cat und Wanda und denk so, die haben sich schon verdient als beste Freunde, oder? Ja, schon. Oh Gott! Und dann hätten ja wieder reingeschmissen, ja? Wir fliegen gleich eine Bandscheibe raus! Aber nach so 5 Minuten... ist das Boot im Wasser und ihr sitzt alle drin. Und danach irgendwie meine ausgeleierten Arme hole ich hoch. Ja, Freunde, diese Waffen sind geladen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, Gott, tut das weh. Oh, oh, Himmel. Gibt es da so Ruderzeug? Ja. Ja, ihr könnt rudern. Dann greift Wanda sich die Ruder und fängt an, mit ihren starken, großen Armen zu rudern. Die definitiv jetzt mehr Kraft haben werden als die von Justus. Ja, ich würde ja, also ich kann gerade nicht rudern. Ich hab mich nicht aufgewärmt. Es war halt kalt. Oh. Wenn und ich da nicht schon verliebt wäre, Wanda. Ich hab auf. Da, es gibt da so eine. Ich hab auch den Latissimus letzte Woche trainiert und der ist halt ein bisschen überreizt. Justus. Ja? Worauf soll ich hören? Das muss man genießen. Man muss genießen. Wenn du mal einmal deine... Wenn man was macht. Das muss man genießen. Was muss ich genießen? Ruhe. Ich soll die Ruhe genießen? Ah, ja. Wanda, du hast vollkommen recht. Ist ein bisschen beschaulich hier. Ja, beschaulich hier. Die Höhle vibriert ein bisschen. Und ein riesiger Stalaktit fällt von oben herab. Oh, shit. Und, macht mir doch mal bitte alle einen Dexterity Saving Throw. Oh, fuck. Ich habe eine 23, aber ich fliege auch direkt zur Seite und in die Luft. Okay. Ich habe einfach eine 6 gewürfelt, so eine Scheiße. Ich habe eine 9 gewürfelt. Und du, Almina? Kann ich nicht bei einer 1 nochmal neu würfeln? Okay, oder so? Der Stalaktit trifft die Mitte des Ruderbootes. Boah, ich schickt es in 1000 Fetzen. Ihr seid mitten auf dem See. Die Einzige, die noch auf so einem Stück treibt, ist Almina. Der Rest von euch geht unter und ist unter Wasser. Ruhe! Hallo? Das meinte ich mit Ruhe, Justus! Hallo? Hallo? Seid ihr noch da? Lebt ihr noch? Ich bin hier oben. Ich bin hier. Endlich im Wasser! Ich pack mir Justus und sag ihm, pack den auf meinen Panzer hinten drauf, der soll ich festhalten und dann. Ach, danke. Okay, ist eure Haut verätzt? Geht's euch gut? Nee, mir geht's super. Ah, schön. Endlich dann ein bisschen baden. An meinem kleinen Holzding so ein bisschen weiter. Okay, ja, und ihr schwimmt alle Richtung Insel wahrscheinlich, gell?
Ja, ja, leider. Ja, es sei denn, ich sehe was anderes auf einmal. Beim Näherkommen. Du kannst gerne einen Perception-Wurf ja, sehr gerne. Machen, wenn du möchtest. Ja, ja, ich hänge da ja so rum. 11. Ich würde mir die Situation gerne mal von oben angucken. Mach du mir auch gerne Perception-Wurf. Ja, Almir, du denkst dir halt, was du dir auch wirklich denkst, was ich noch gerne fällt, wie zur Hölle ist diese Galeone hier reingekommen? Weil hier ist kein Loch, was rausführt oder so, wo die Rette reinfahren können auf den See. Also entweder hat die einer gebaut in der Höhle, um sie dann zu versenken oder keine Ahnung. Sag mal, Leute, wie kommt das Ding hier eigentlich rein? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Ach, ja, das war halt der, hier, der Zauberer, Schumpti-Dumpti, der Schnubbeli. Almina, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein sehr guter Punkt. Dieser alte Mann mit dem weißen Bart. Ja, Alvonius Fumbledor oder... Ja, Double Doof oder sowas ist der. Ja, Harald... Ich würde mich gerne mal umgucken, ob ich irgendwas sehe, was irgendwie damit zu tun haben könnte. Also ich wollte ja eigentlich mal da runter schwimmen zu diesem Boot, aber ja, jetzt habe ich auch... Ja, ich hab ja Justus auf dem Rücken. Hattest du Perception geworfen? 18. Ja, 18, auch, guck mal. Catch, was du siehst, ist, dass diese Insel, dieser Tempel ist wirklich einfach nur so ein kleines, wie so eine Terrasse. Aus schwarzem Marmor, so Säulen, griechisch angehaucht. Und da ist eine Schale in der Mitte. Und sonst ist einfach nur sehr hohes, blaues Gras. Du siehst aber in dem Gras, da liegen Leichen. Die sehen auch nicht wirklich aus wie die Ghule. Das sieht aus wie andere Abenteurer, die da komischerweise auf der Insel verendet sind. Und was du auch siehst, durch diesen riesigen Stalaktiten, der ins Wasser gefallen ist, der ja geleuchtet hat, der geht bis zum Grund und du kannst ihn sehr lange verfolgen. Du siehst tatsächlich auch einen Teil der Galeone, die ist halt, die steht aus dem Wasser hoch und da ist, als wäre, hätte jemand das Heck rausgebissen. Und auch auf dem Grund dieses Sees siehst du einige, oder siehst das in diesem See im schwarzen Wasser, die man sonst nicht sieht, leicht unter der Oberfläche treiben mehrere Leichen. Leute, vielleicht... Das heißt, da ist irgendwas, also da ist auf jeden Fall was gefährlich sein könnte, weil ihr wundert euch ja, warum dieses Schiff hier ist. Also warum es hier ist, kann ich auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall gesunken, weil irgendetwas da so sich da was rausgefressen hat. Ich falle mal schneller. Wollte Quab. Dann mal Quab. Raus. Gib Gas. Justus. Quab, schwimmen. Soll ich eine Runde tauchen? Ich soll schwimm. Tauchen? Justus. Quab. Ich möchte Quabs Kopf packen. Und schwimm jetzt! Tauchst du, Quab? In die Ohren! Ich tauche eine kleine Runde ab. Quab, nein, du weißt, ich kann nicht schwimmen. Ich kann... Quab, du tauchst. Nur ganz kurz, einmal so runter und wieder hoch. Du siehst halt, also wenn man unter Wasser ist, kann man weitersehen und so ein paar Sachen erkennen. Das wirkt sehr steril, das Wasser. Also da ist nicht ein einziger Fisch, aber du siehst jetzt auch, dass ihr umgeben seid von toten AbenteurerInnen. Ja, die haben halt nicht aufgepasst, ne? Also, die waren halt nicht so gut wie wir. Diese AbenteurerInnen. Ich würde gerne Divine Sense casten, womit ich Good and Evil detecten kann, hoffentlich. Habe ich das schon mal angewandt und dann... egal. Ich kann alles... you can sense anything affected by the Hallow Spell or know the location of any celestial fiend undead within 60 feet. Denkt man, das war's. Unter Wasser? Nein. Also da ist nichts in 60 feet. Also du hast nichts... Böses oder nicht Böses bei dir in der Umgebung gerade. Oder Untot oder Angel oder... Ganz kurz noch so eine Anmerkung vielleicht für alle. Auf der Insel, da sind auch ein paar von den Toten. Auch? Tote? Wie bitte? Also, du hast von irgendeiner Gefahr geredet, nicht von Toten. Ja. Oder doch? Doch. Also ich möchte trotzdem weiter auf die Insel schwimmen. Okay. Bist du mittlerweile wieder aufgetaucht? Ich bin ja nur einmal runtergeduppt, damit du ruhig bist. Quapp. Schwimm zur Scheißinsel jetzt.
Was denkst du, was ich tue? Hast du das auch gesehen unter Wasser, was da war? Ja. Sicher? Ja. Okay, und trotzdem bist du so ruhig? Ja. Und ich schwimme so weiter. Ich hab das da alles gesehen. Ich bin im Bilde von den ganzen Dingen, aber, die ich gesehen habe. Aber Cat, du erreichst die Insel als erstes. Du schwebst über den Dingen. Möchtest du landen? Möchtest du weiterfliegen? Ich möchte gucken, ob ich noch irgendwas anderes sehe. Erstmal nicht, nein. Okay, gut. Du siehst halt, also es gibt einen kleinen Trittweg, ist alles voll mit diesem blauen Gras. Es gibt einen kleinen Weg mit so kleinen Pflastersteinen, der von dem Ufer mit einem kleinen Steg gelegt ist, hoch zu diesem kleinen Tempel. Hm. Ich lande ganz vorsichtig auf einen von diesen Pflastersteinen. Mhm. Cat, pass auf, da liegen Leichen! Ja, danke, Justus, das sehe ich auch. Cat, du siehst, dass auf dem Weg keine einzige Leiche liegt. Okay. Gern geschehen! Als du landest, Cat, machen wir noch mal einen ganz kurzen Perception-Wurf. 21, Dirty. Als hättest du die Saite einer Gitarre angeschlagen, merkst du eine Vibration, eine ganz leichte, die zieht sich so durchs Gras. Und verschwindet dann. Leute, hier ist irgendwas. Ich glaube, hier ist irgendwas. Aber... Ich hab was gespürt. Gruppe, ganz kurze. Verzeihung, Cat. Während ich schwimme. Besprechung. Wir können zurückschwimmen. Dann können wir in die andere Höhle, aber da haben wir nicht genug Zeit für das zumindest. Vielleicht sind wir auch schon zu weit hier hingekommen. Also eigentlich können wir jetzt nur auf die Insel weiter zu, oder? Und uns wappnen für alles, was da kommt? Ja. Also ich würde sagen, da, also hier liegen ja sehr viele tote Wesen rum und auch das Wasser ist voll mit toten Wesen. Also eigentlich ist hier alles tot. Ja. Das heißt, wir sind auf jeden Fall richtig, weil hier scheint das große Ding zu sein. Also töten wir das große Ding, sterben nicht, so wie alle anderen, nehmen uns das wertvolle Ding und gehen zurück und werden... Und Phase 3, Profit. Profit, genau. Ja. Quapp ist heute sehr geradeaus. Ich folge dem jetzt dann doch vielleicht einfach mal. Wir haben doch keine Zeit. Ja. Am Ufer auch. Ja. Ich will noch alle, Köpfe sammeln. Alle außer Cat, mach mir bitte auch nochmal einen Perception-Wurf. Er ist eine 17. 12. Eine 4. Und du, Wanda? Ich musste gerade meinen D&D Beyond neu starten. 19. Okay. Quapp und Almina, ihr merkt nix. Justus und Wanda, ihr merkt dasselbe, was Cat auch gemerkt hat. Als hätte ihr auf eine Gitarrenseite getreten. So ein Zucken, was einfach durch das Gras einmal kurz schnellt, wie so ein Impuls. Aha, ich renne sofort hinterher. Okay, während du... Mach! Aber nee, du hast eine 17, ne? Ja. Okay, du rennst hinterher und du merkst, dass dieser Impuls immer wieder von deinen Füßen aus startet und einfach in eine andere Richtung sich zieht. Ich renne allen Impulsen hinterher. Okay, die Impulse, das ist exponentiell, jeden Schritt, den du machst. Ich glaube, es ist... Stopp! Nein! Ich hab's gefunden. Das könnte der Weg sein, den wir brauchen, aber der Weg ist, es ist ein Labyrinth, das wir nicht sehen. Wovon redest du, Justus? Hast du Halluzinationen? Stop. Wie viele Finger hält sich hoch? Drei. Nein. Schildkröten haben nur drei Finger. Ich folge meinem Weg. Ich habe noch eine zweite Hand. Dann sechs. Almina folgt dem Weg. Justus rennt durch das hohe Gras und versucht, diese Impulse einzufangen. Was macht der Rest? Ich versuche auch, den Weg weiterzugehen. Ich gehe auch den Weg weiter. Justus, was immer du machst, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich hab's gleich. Ja, bestimmt. Kurz bevor ihr... Also ihr geht auf den Weg hoch
Und als ihr nach rechts und nach links schaut, merkt ihr, wie die Leichen langsam beginnen zu zucken. Bis der Erste, der so angelehnt an den Eingang des Tempels die Augen aufreißt, einmal wie aufatmet und wie als wäre es, wie wäre ein Fäden gezogen, hochgeht und das Schwert in der Hand hat und euch anschaut. Und Justus, du hast sehr viel Lärm gemacht. Du hörst ein achtbeiniges Krabbeln. Als ich vor dir aus der Erde eine 8 Meter große, blaue, riesige Spinne erhebt, die dich anschaut und schreit, und als die Spinne schreit, schreien auch alle Toten auf. Das war sehr gut. Ich hab's gefunden, ja, ich hab's gefunden. Ja, das wollte ich dir sagen, Justus, aber du hörst ja nicht zu. Dann hast du halt, Ruhe. Du hast halt, warum redest du auch immer so leise? Ich muss, wir das ist ein männliches Phänomen. Wir sind hallo. Okay, wie wir letztes Mal schon angesprochen, räumen wir jetzt nicht nochmal Initiative, sondern es geht direkt so weiter, weil wir immer wieder auf Ghule treffen. Oh. Ihr seid umzingelt. Und dann geht's jetzt einfach los, würde ich sagen. Stopp. Macht mir jetzt bitte in diesem Moment alle nochmal Perception-Wurf. Warum immer dieses Perception? Da verkacke ich immer. 18. 13. 16. Sehr schön. Was euch allen auffällt, ist, dass überall auf dieser Insel Spiegel hängen und dass es oben in der Decke ein Loch gibt, wo ein Lichtschein raufstrahlt auf einen der ersten Spiegel. Und dann geht der Lichtschein einfach ab. Aber nichts passiert. Und wer hatte die 19? Ich hatte eine 18. 18. Okay, dann musst du selber drauf kommen. Alrighty. Justus, diese riesige Spinne schaut dich an und hat ihre Nüstern und krabbelt da dran und macht halt so und die ganzen Untoten sind auch als sie dann auf dich einen riesigen blauen Kotzball spuckt. Oh nein. Und einfach volle Kanne an dir vorbeirotzt. Und damit ist Almina dran. Ich möchte sofort checken, ob ich den Lichtstrahl auf irgendwas lenken kann oder auf die Spinne. Also, dass ich das so ganz schnell durchschaue, dass wenn ich die Spiegel so drehe, dass ich den Lichtschein auf diese Spinne oder auf ein Tor, was da offensichtlich... Also du kannst so ohne Check sehen, dass du die dass du die Spiegel aufeinander richten kannst und du kannst das Licht wohin leiten. Du weißt nicht, wo du das Licht hinleiten kannst. Kannst du so ganz flott versuchen, das auf, also wenn ich, ich sehe nicht, wo ich es hinlenken könnte. Nein, also du Tor, siehst keine das. Öffnung, kein nein. Du siehst aber quasi, dass der erste Spiegel, wenn du den ein bisschen zur Seite drehst, würde es einen zweiten Spiegel treffen. Dann mache ich das jetzt auch erstmal, in der Hoffnung, dass ich noch rausfinde, ob es einfach funktioniert, die Spiegel. Dafür musst du deinen Bogen nehmen. Yes. Und würfel mir bitte treffen. Bogen? 10. Trifft nicht. Shit. Du schießt an dem Dings vorbei. Kann ich mich noch verstecken? Du Gibt's kannst. Was zu verstecken? Du kannst dich versuchen zu verstecken, aber bitte mit Disadvantage. Mit Disadvantage? Also mit Nachteil, sorry. Achso, mit Nachteil, da, warte mal. Stealth aber, ne? Mhm, zweimal und nimm das niedrigere Ergebnis. 14. Du trittst und du hockst dich ins hohe Gras und du siehst wieder, wie von dir ein Zittern ausgeht und zwei der acht Augen der Spinne schauen dich an. Ne, shit. Hat wohl nicht funktioniert. Nee. Und damit ist der Quapp dran. Den Spiegel kann man auch mit der Hand bewegen, oder nicht? Du kommst da nicht dran. Der ist ganz oben, das ist der oberste Spiegel, ist ganz...
Ach so, der ist da ganz. Ah, ich hab's irgendwie verstanden, der steht bei uns. Ne, der ist auf dem, der ist auf dem Dach von der, von dem Tempel. Also der ist oben neben der Schüssel mit dem Wasser. Auf dem. Ne, also du hast, wenn du hochkommst, hast du den Innenraum. Da steht die Schüssel drin, da sind 6 Säulen da und da ist nochmal so eine Dachkuppel drüber und ganz oben auf der Dachkuppel ist der Spiegel. Weil. Ja gut, dann müssen das die anderen übernehmen. Dann laufe ich einfach auf die Spinne zu, so an der Seite und versuche ihr ein Bein abzuhacken mit meinen 2 Krallen. Einmal eine 19 und einmal eine 16. Sehr gut. Das Ding ist, dass da, ihr seid von Ghulen umzingelt. Also Justus steht ja weiter weg von euch. Du müsstest dich erst um einen der Ghule kümmern, bevor du Richtung Justus laufen kannst. Ja, dann hau ich auf dem Weg halt erstmal einen Ghul. Aber die Trefferpunkte, die du jetzt hast, was hast du gewürfelt? Einmal eine 19 und einmal eine 16. Als das trifft Treffer. Beides. Okay, das wäre einmal 8 Schaden. Mhm. Und einmal 8 Schaden. Sehr schön. Du haust ihm volle Kanne eine weg. Der untote Abenteurer. Als du den triffst, der blaue Schleim, mit dem Justus eben besprüht worden ist, das die getroffen hat, der fließt aus dem Toten raus und der rappelt sich aber einfach wieder auf und es ist immer noch so, als würde das würde der an Fäden hängen. Aber der Ghoul steht noch. Ja, der wird auch nicht sterben wahrscheinlich. Der ist wahrscheinlich komisch magisch verbunden und dem kann man 100 Schaden machen, der tanzt da trotzdem weiter seinen Song. Wahrscheinlich müssen wir die Spinne töten, um die Gute zu töten. Wenn ich jetzt da rausrenne, weiterrennen würde, würde der mich angreifen, ne? Dann hätte er eine Opportunity Attack, yes. Ja, dann hau ich ihm halt einfach nochmal. In der Hoffnung. Ja, hau den nochmal. Ich muss gerade mal kurz gucken. Ich glaube, das war einfach ein KI-Punkt. Boah, wir haben jetzt schon zu lange nicht mehr gespielt. Ja, genau. Und dann attacke ich ihn halt nochmal. Ach nein, das ist ein 11. 11 trifft nicht. Ah, das ist noch ein 11, was für ein Scheiß. Ja. Die ersten Angriffe haben beim Ghoul gelandet. Zack, zack, der guckt dich an. Du siehst, wie 2 Augen der Spinne sich auf dich fokussieren. Als du das nächste Mal ausholst, weicht der Ghoul gekonnt aus. Ja, dann war's das. Dann bleibe ich vor dem Ghoul stehen und mime seine Bewegung nach, als ob wir tanzen würden. Thriller, nein. Justus, du bist dran. Kann ich irgendwas machen? Jemanden unterstützen? Schieß der Spinne ins Gesicht! Okay, ich schieß der Spinne ins Gesicht! Ich schieß. Oder eine Spiegel, ist auch eine Idee. Diese Weinflasche, die ich mitgenommen habe. Mhm. Ich weiß. Dass sie heilende Kräfte hat. Weiß ich auch, dass sie ein bisschen magische Kräfte hat? So, kriegt er so ein paar Spellslots zurück oder so? Ja, trink mal. Ich pack mein Bag of Holding und ex die Weinflasche. Alrighty. Mach mir bitte einen Constitution Saving Throw. Oh nein, ey, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich danach besoffen bin. Das sind 13. Du bist leicht angetüdelt, aber noch nicht schlimm. Und du bekommst tatsächlich einen Spellslot wieder. Ein Spellslot wieder? Mhm. Okay. Okay. Make it count. Hattest du Schaden genommen? Ja, wie viel Leben krieg ich zurück? Du darfst 1d8 würfeln. 1d8. Das ist eine 6. Ja, kriegst du 6 Lebenspunkte wieder, da auch dadurch. Das ist so ein ganz warmes, wohliges Gefühl. Und das ist so ein bisschen, als hättest du eine Viagra mit Wein genommen. Also dein Stamina geht hoch, deswegen kommt geht der eine Punkt wieder. Aber so diese, die. Okay, ich hoffe, der Analogie. Wow, ich hau die Flasche auf den Boden. Noch eins! Alles klar, Spinne, tanzen wir in den Tango de la Muerte. Ich reiß meinen Mantel auf und da fliegt ein zerbrochenes Zahnrad der Spinne entgegen. Ich caste Katapult. Alrighty, das ist ein Dex-Safe, ne? Das ist ein Dex-Safe, die muss über eine 12 kommen. Ja, die hat nur eine 6. Das heißt, sie kriegt 15 Schaden.
Du ballerst dir das Ding volle Kanne ins Gesicht. Oh, warte. Fury, ja. Ich benutze Fury of the Small, die bekommt 17 Schaden. Uiuiui. Ja, du, dieser... das Katapult, die kleinen Zahnräder treffen die auf die rechte Seite ihres Gesichts. Die ganzen Augen sind weg, nur noch ein Brei. Die Spinne reißt ihre Klemmchen auf. Die ganzen Untoten schreien halt auch auf. Und ihr merkt, dass die Untoten, die auf der rechten Gesichtshälfte sind, die zwei, die da standen, auf einmal unkontrolliert einfach nur noch zappeln. Und dann möchte ich mich ein bisschen in Schlangenlinien in den Busch schmeißen. Nimble Escape, Hide. Mach mir bitte auch einen Dex, hier Stealth. Mach's bloß langsam. Mit Nachteil. Mit Nachteil? Ja, mit Nachteil. Wieso mit Nachteil? Weil die Spinne 8 Augen hat. Ja, okay. Nee, dass euch das doch nicht aufgefallen ist, aber ja. Da ist so ein... Das ist ein Natural One. Ja, Justus, du klebst irgendwie komischerweise am Boden fest. Hoch? Es ist fast so, als wärt ihr der Spinne ins Netz gegangen. Oh. Aha. Justus, das mit dem Verstecken üben wir vielleicht einfach nochmal zusammen. Wenn wir Almina! Schadenfreude ist jetzt wirklich, das ist der falscheste Zeitpunkt von allen. Aber gut, ich finde das so richtig aus. Passend. Oh, du bist. Oh, damit kann ich nicht umgehen. Womit? Ist ja auch egal. Dass du nett zu mir bist, kann ich nicht. Okay, Justus, wir haben das Cat dran. Ich würde gerne versuchen, zu dem Spiegel zu fliegen. Ich habe gesehen, dass Almina da versucht hat, gegenzuschießen. Und den zu versuchen auszurichten auf den bitte. Nächsten Spiegel. Ja, gut. Bitte. Du kannst auffliegen. Ja, das okay. ist eine großartige Idee. Da hatte ich drauf gehofft. Ich fliege hoch zu dem Spiegel und richte ihn auf den nächsten Spiegel auf. Mhm. Du hast die Wahl. Du kannst ihn bewegen. Es gibt 3 Spiegel. Es gibt einen sehr großen Spiegel, der hängt an der Galeone. Dann gibt es einen kleinen Spiegel, der liegt im Gras. Und es gibt so eine kleine Scherbe. Die hängt einfach so runter. Die wirkt, als würde sie schweben. Und das sind die 3 Dinge, auf die du die machen kannst. Du darfst dir aussuchen, wo du den Spiegel hintust. Ich würde gerne auf das ganz kleine Schärfchen. Mhm. Weil es klingt, wirkt mir, also ich denke so, ja, es sieht irgendwie magisch aus. Es sieht irgendwie aus, als könnte es zusammenhängen. Würde da gerne drauf scheinen. Du scheinst es da drauf. Das geht da rein wie so ein Prisma und in den Farben des Regenbogens schießen 8 Lichtstrahlen raus. 4 davon treffen einen der Ghule, der schreit und in Flammen aufgeht und fällt hin und du siehst, dass um den Ghule herum die Spinnen, wie so ein Gewebe aus Spinnennetzen in Flammen aufgeht auch. Und du siehst, dass sich das so langsam ausbreitet und du checkst dadurch, dass diese gesamte Insel quasi vernetzt ist und dass die Spinne euch gespürt hat, als ihr euch bewegt habt. Die anderen 4 Strahlen hauen volle Kanne in das, in die kleine Wasserschale in dem Tempel. Und die vibriert und vibriert und fängt langsam an zu kochen. Ja, möchtest du noch was machen? Deine Bewegung ist weg, deine Aktion ist weg, hast du noch eine Bonus-Action, die sich lohnt? Ich glaube nicht. Natürlich bleibt von dem brennenden Ghoul der Kopf über, ne? Also das ist natürlich klar. Ja. Ja. Mach nichts mehr. Okay. Dann ist Wanda dran. Kann ich rausfinden, ist das einfach random ganz normales Licht, was die da in Flammen aufgehen lässt? Das ist das Licht, was aus dem Loch kommt. Aus der Decke. Ob das jetzt das Sonnenlicht ist oder ob Hovitas seinen nackten Hintern da mit der Taschenlampe durchs Loch steckt, das kannst du nicht sehen. Was ein Vergleich. Lassen wir den mal kurz sacken. Lassen wir das mal ganz kurz wirken für alle Beteiligten. Ja, sacken finde ich in dem Moment auch sehr schön. Wie weit bin ich von der Spinne entfernt? Also, ein Ghoul liegt brennend vor dir, liegt brennend hinter dir. 2 Ghule zappeln rechts von dir. Nee, warte, du stehst links von dir rum. Ein Ghoul steht noch vor Quapp. Ein anderer Ghoul ist noch hinter dir. Ein weiterer Ghoul ist vor dir und versperrt dir den Weg zur Spinne. Und dahinter kommt die Spinne.
Also du könntest jetzt hinlaufen, den Ghoul umhauen und dann könntest du bis zur Spinne laufen. Okay. Sind innerhalb von 10 Feet Radius, sind da meine Teamkameraden? Und bei dem Ghoul? Nein. Gut, dann caste ich Radiant Consumption und gehe fast in Licht auf. Ich überall, ich bin der Avatar, aber nicht der Blaue, sondern der Avatar, der Herr der Elemente und strahle. Justus ist der blaue Avatar. Ich bin der pink Avatar, Banause. Der richtige Avatar. Und strahle grelles Licht aus meinen Augen, aus meinem Mund, aus meinem jeder Pore und Das sieht echt nicht gesund aus. Ich bin heilig, danke. und alle innerhalb von 10 Foot Radius kriegen irgendwie Schaden. Eine Strahlentherapie. Hatte die Krebs, jetzt seid ihr geheilt. Wie viel denn? Ja, das gucke ich jetzt nach. Okay. Achso, ich kann jetzt attackieren und dann kommen da noch 4 drauf. Und am Ende meines Zuges kriegen alle nochmal 2 Schaden. Ich auch. Yay. Okay, aber das ist ja jetzt ein Untoter. Du bist ja ein Paladin. Du müsstest ja noch irgendwie beim Untoten dann nochmal extra Schaden machen, oder? Bei so einem Spell. Aus Erfahrung. I don't know. Also wenn es nicht drinsteht in der Beschreibung, dann machst du keinen extra Schaden. Außer, okay. Ist das wahrscheinlich Radiant Damage, den du machst? Ja. Genau, da kann es halt sein, dass bei den Untoten, dass die anfällig für Radiant Damage sind. Das kann sein. Ja, aber soweit also ich weiß, zum Beispiel Vampire sind anfällig für Radiant Damage. Die hier auch, ja. Ja. Also wie viel Schaden bekommt der gute Mann? Ich verstehe meinen eigenen Spell nicht. Ich glaube 4. Na. Also once a turn, an attack or spell deals 4 in extra radiant damage to one target. Ja, und das heißt, das ist ja so ein Aura-Effekt, den du hast. Jetzt ist im Umkreis von dir jeder Spell, der einen Gegner trifft, bekommt nochmal plus 4. Okay. Das heißt, ich kann aber auch attackieren und dann... Ja. Genau. Ja. Bitte. Gut. Dann würde ich das gerne tun. Mhm. Mit meinem Candy Sword of Ice. Yes, baller ich dem eine rein. Mhm. 6. Trifft nicht, oder? Okay. Ach, das war Treffen. Du haust zu dieser riesige Hühner, ein riesiger Abenteurer, so wie mit einem Helm, der sein Gesicht verdeckt, aber das Gebiss hängt so halb raus, jetzt so eine große Zweihand-Axt. Der schlägt dir entgegen, die beiden Dinger treffen sich, aber seine Handschuhe und seine Arme gehen quasi mit in das Leid und das fängt so langsam an sich abzupellen und das Vieh macht halt. Und bekommt halt 4 Schaden, aber hat deinen Angriff pariert. Okay, und am Ende meines Zuges kriegt er noch 2 und ich auch. Okay. Das war dann dein Zug. Kannst du noch was tun? Möchtest du noch was tun? Nein. Alrighty. Dann ist der Ghoul dran, der vor Quapp steht. Ein kleineres, schmächtigeres Persönchen, was so 2 Messer hat. Und das versucht Quapp mit den beiden Messern einen mitzugeben. Ich ziehe meine Hände und meinen Kopf ein, dann trifft er mich nicht mehr. Das glaubst doch nur du, Quapp. Du kriegst die beiden Messer so zack, zack und bekommst 6 Schaden. What? Ja. Und die beiden Ghule, die unkontrolliert die laufen einfach unkontrolliert rum. Und die schlagen sich gegenseitig. Also sie laufen halt und schlagen und irgendwann drehen sich so ein Tatzack und schlagen sich und laufen dann einfach weiter. Es wirkt so ein bisschen, als würde beim ferngesteuerten Auto die Batterie leer gehen. Der Ghoul, der noch hinter Wanda stand, das ist ein
eine Frau, die halt so ein abgewanztes Leder-Dings anhat, die hat das halbe Gesicht schon nicht mehr und ihr seht, wie da halt die Spinnenweben so, die Fäden so ziehen und sich das so bewegt, wie so kleine Zahnräder im Inneren. Und die nimmt ihren Bogen und zielt auf dich, Almina. Und feuert. Und das trifft auch. Und du bekommst 11 Schaden. Du sitzt da im Gras, hockst und kriegst den volle Kanne hinten in die linke Schulter. Und die Spinne ist so. Und die halbe Gesichtslose Untote ist auch so. Und dann ist der Ghoul dran, der vor Wanda steht, dieser riesige Hühne, der dich so wegstößt und in das trotzdem Licht seine riesige Axt schwingt, um sie auf dich runterzusteppern. Geile Axt, muss ich sagen. Und auch das trifft, leider Gottes. Und diese Axt schwingt. Und Wanda, du schaffst es noch, dich so wegzuzucken, aber die Axt, die Schneide von der Axt trifft dich hier im Gesicht und schneidet dir so ein bisschen ein. Nicht, dass dein Auge weg wäre oder so. Und du bekommst 5 Schaden. Oh, Wanda, mit der Narbe siehst du richtig evil aus. Danke, Justus. Kein Ding. Danke. Ich fühle mich gut heute. Ich fühle mich richtig gut heute. Justus. Ich spüre auch eine Veränderung bei dir. Die Spinne räumt sich vor dir auf, reißt ihr riesiges Maul auf und stürzt sich auf dich. Okay. Mach mir bitte ein Dexterity Saving Throw. Ja, easy clap, das ist eine 17. Okay, die Spinne haut an dir vorbei, hat aber noch deinen Arm und beißt zu. Und du bekommst Hepatitis. Du bekommst 6 Schaden und bist offiziell poisoned. Oder so. Mist. Du merkst, wie dein Arm vollgepumpt wird und deine Adern langsam blau werden. Und du denkst dir auch, pink und blau ist eine ganz schöne Kombination, so ein Eisblau. Und dann merkst du, wie deine Hand so ein bisschen zuckt. Und wie du langsam die Kontrolle über deinen Arm verlierst. Oh Gott. Oh nein, nein. Scheiße. Scheiße. Und die Spinne schaut dich an und macht mit ihrem langen, haarigen Bein wischt sie dir so ganz sanft durch dein Gesicht. Unangebracht. Damit ist Almina dran. Ja. Sehe ich, dass ich noch mit Spiegeln was erreichen kann? Also das Licht noch weiter brechen kann, sodass alle Schaden noch kriegen da unten? Mach mir einen Perception-Wurf. Mhm. 12. Cat hat das super gut im Griff. Das ist wie, du bist nett. Okay, gut, dann. würde ich gerne, ich hock ja trotzdem da und es hat mich ja nicht jeder gesehen, außer die Spinne, richtig? Also die ganze Ghule wissen, wo du bist. Die sind ja mit der Spinne verbunden. Oh, ich hasse sie alle. Also du könntest immer noch auf den Ghoul von Quapp und auf den Ghoul von Wanda schießen, weil die sind ja flanked, weil da steht ja ein Verbündeter bei. Dann kannst du ja auch eine Sneak Attack machen. Sneak Attack machen. Ja. Dann mache ich das auch. Mhm. Auf den, der am nächsten dann steht. Oder falls das nicht der gleiche ist. Mhm. Das ist der Ghoul, der vor Quapp steht, der auch schon so ein bisschen angesenkt ist, der mit den beiden Messern, der irgendwie, also als die Spinne die Bewegung macht, macht der eine Ghoul bei Quapp auch so über die Wange und der andere riesige Ghoul, der Wanda gerade das Ding, die Waffe durchs Gesicht zuckt, fuckt dir auch so ganz sanft ins Gesicht. Yeah. Gib ich erstmal eine ordentliche Rückhand ins Gesicht. Oh, ekelhaft. Ja, gut, ich nehme meinen Candy Bow. Mhm. Und versuche mal zu treffen. Nein, ja. Ich stehe das trifft. 21. Okay. Das trifft. Das ist doch gar kein Problem. Mhm. Mal ein bisschen Damage. Einmal 7. Mhm. Und dann. Okay, brauche ich Platz zum Würfeln? Nochmal eine 8. Und? Und der Fire Damage. Ich habe ja auch noch den 5. Genau. Bis 5. Wie möchtest du den Ghoul gerne töten? Möchte, dass der Pfeil
so haarscharf an Quapp vorbeigeht, als könnte er ihn auslachen. Und dann soll er sich einfach schön in den Schädel bohren und das Gehirn von innen verbrennen. Er soll leuchten. Das passiert. Die Augen leuchten auf. Bisschen wie bei Jack-O-Lantern. Und ihr seht, wie sich die Spinnenweben auch alle verbrennen, die im Körper sind. Also wie so Adern. Geht das in Flammen auf. Und dann seht ihr, wie wie so ein Schlauch Spinnenweben aus dem After des Untoten rausbrennt, hinten zum Hintern der Spinne. Und dann kippt eine leblose Hülle um. Das sehen wir alle. Das seht ihr alle. Die sind alle mit einem... Wir müssen hier den Arm abhacken! Alle auf den Arsch! Also, wir müssen du noch was machen. Oh, kann ich noch? Ich darf kein Feuer mehr benutzen, ne? So eine Flamme, schön einfach. Hast du leider nicht jetzt Bonus-Action. Aber ihr könnt mir alle nochmal einen Perception-Wurf machen, wenn ihr möchtet. Ja. Natural 20, 21. 21, nicht Natural 20. 9. Ich aber. Ihr seht schon alle, wie ganz langsam aber sicher diese 30, 40. Toten AbenteurerInnen aus dem Wasser kriechen. Ja, Zeit, die Spinne zu töten, ne? Ja, ich glaube, wir sollten unseren Fokus auf diese sehr übergriffige Spinne richten. Ja, ich möchte mich noch verstecken. Ich versuch's trotzdem noch mein ganz Bitte fertig. Auch wieder mit Disadvantage. Irgendwo, wo es schon verbrannt ist, wo kein Sizzle mehr ist. Ach, jetzt verstehe ich, warum mit Nachteil. Weil das ja ihr Netz... 16. Ah, okay. 16, na gucken wir mal. Ja, du rennst und du siehst, wie das eine Auge der Spinne dir folgt, dann machst du einen großen Satz und die Spinne schaut sich um und du landest genau auf dem Fleck, wo der brennende Untote vorher war und du guckst dich um und obwohl du quasi fast genau vor der mit dem Bogen, neben dem mit dem Bogen stehst, sie scheint dich nicht zu sehen. Boah, wenn ich halt natürlich die Klappe, aber denke, picke Justus in Gedanken ein, so geht das. So geht das. Ich schwöre dir, Almina, sobald ich Message gelernt habe, wirst du keine ruhige Minute mehr vor mir haben. Und damit ist Quapp dran. Ich guck jetzt, ob ich den Spell preparen kann. Das wirst du bezahlen. Also, wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass die Spinne töten muss, sterben muss. Ist die, die kann ich ja erreichen, ne? Die muss innerhalb von 30 Fuß sein. Das kriegst du hin. Krieg ich hin. Dann möchte ich nämlich meine ganze Konzentration in meine Faust des ungezügelten Windes stecken. Und ihr versuchen, ihr Gesicht wegzupusten. Dafür muss sie ein Strength Saving Throw machen. Und zwar über eine 10 kommen. Das ist eine 19. Das war ja natürlich klar. Das heißt, sie kriegt 3d10 Schaden und sonst leider nix. Sorry, 3. Und dann rollen wir den. Das sind dann insgesamt 15 Schaden. Ja. Leider, näher nicht. Quapp, als du zuschlägst, da kommt eine riesige Windfontäne. Die gräbt sich die Spinne mit ihren 8 Läufen in die Erde ein. Und diese Windfontäne reißt auch ganz viel Gras auf und so für einen ganz kleinen Moment seht ihr nichts, weil alles so neblig ist von Dreck und Gras. Und als sich das Ding belichtet, stehen die 8 Beine zwar noch in der Erde, aber der Korpus der Spinne ist nicht mehr zu sehen. Aber ein ganz, ganz großer blauer Fleck ist an der Höhlenwand hinter der Spinne. Wie, hab ich die weggepustet? Ja. Geil! Eat this, bitch! Ich will mir direkt... Wie groß ist so ein Spinnenbein? 3 Meter. 3 Meter? Das war eine 8-Meter-Spinne, ja. Haben wir so einen Zauberbeutel? Back of Holding? Justus hat welche. Hat jemand ein Back of Holding? Ja. Ja. Ich hab einen. Was hast du denn damit vor? Ich würde gerne so ein Spinnbein mitnehmen, aber erstmal gucken, was die Ghule machen. Genau. Als die Spinne der Matschfleck ist, ist es so, hört ihr so ein, wie wenn man was abspannt, so ein Seil und die ganzen Ghule flackern in sich zusammen und sitzen einfach wieder wie die Leichen, die sie sind. Vor euch und aus ihnen tröpfelt das blaue Gift der Spinne. Und Justus, auch dein Arm, der die Kontrolle so hat, flacht wieder ab. Der ist halt hart angeschwollen und du solltest auf jeden Fall zum Arzt gehen. Justus
dein Arm sieht nicht gut aus, wenn ich das gerade mal so sagen darf. Ach, was, Wanda? Fantastische Arbeit, knapp. Es ist dir aufgefallen, dass er jetzt angeschwollen ist auf die fünffache Größe. Justus, beruhige dich. Einmal tief einatmen und ausatmen. Okay. Ist der Arm immer noch dick? Gib mir bitte deinen Arm. Komm. Ich streck meinen Arm hin. Mhm. Dankeschön. Und ich streiche ein paar Mal über den Arm und caste Lay on Hands Pool, womit ich ein Gift neutralisieren kann. Ja, mega nice. Wenn ich das. Ja, jedenfalls, ja. Und ja, ich streiche ein paar Mal über den Arm. Mit so, jedem besser? Streichen wird der Arm ein bisschen dünner. Justus. Und tut ein bisschen weniger weh. Okay. Besser, ganz, du Flachpfeife? Ganz nah an Wanders Ohr. Danke. Vielen Dank. Wanda, ruinier den Moment nicht. Das sah eigentlich ganz gut aus mit dem einen dicken Arm. Wie so ein Monster. Du wärst ein super Zirkus-Attraktion geworden damit. Aber okay. Können wir jetzt zu der Wasserschale und endlich die magische Auster nutzen, um Wasser zu trinken? Ah ja, stimmt. Die magische Ich würde gerne von allen Ghoulen den Kopf abhacken und die Haare, falls sie Haare haben, zusammenknoten, sodass ich so ein Packen an Ghoulköpfen habe, den ich mitnehmen kann. Ja. Stimmt, Ghoulköpfe brauchen wir wie auch so noch. Schrumpfköpfe. Ja, also rein theoretisch haben die alle mal gelebt. Also glaube ich, das können wir die einreichen, die Köpfe. Also ich sehe da jetzt kein Problem. Ich auch nicht. Ja, finde ich auch. Okay, aber ihr sammelt die an, die euch eingegriffen haben, weil die aus dem Wasser gekrochen sind, die rutschen gerade, also die sind wieder zurück ins Wasser gerutscht. Ja, aber ich würde aber eigentlich, während die anderen sich um den anderen Scheiß kümmern, ich kann ja eine Stunde Luft anhalten, ich würde dann mal durchs Wasser schwimmen und sämtliche Köpfe einsammeln. Okay, dann, das willst du tun? Ach so, Moment, ne, wenn du so fragst, nicht, dass da noch irgendein Monster im Wasser ist. Nee, mir geht's darum, möchtest du das wirklich machen? Ja, wenn wir Zeit dafür haben, wir brauchen ja Ghoulköpfe, oder? Okay, ich dann würfel mir bitte einen... Scheiße. Machen wir erstmal einen Athletics-Check. Das ist eine 18. Das ist sehr gut, dann würfel mir bitte 2W20. 2W20? Mhm. Liebend gerne. Das ist eine 33 insgesamt. Mhm. Von den 50 Ghoulköpfen, die von den 50 Ghoul, die da im Wasser sind, hast du in dieser Stunde konntest du 33 Köpfe abschneiden. Okay, und die habe ich einfach mit ein bisschen Seetang aneinander gebunden. Mhm. Wie wir das halt so. Sehr gut. Okay, das macht Quackmann in der Zwischenzeit. Das heißt, er kann sich nicht mit dem Brunnen beschäftigen. Das heißt, ihr müsst euch um den Brunnen kümmern. Okay, ich fliege zum Brunnen hin und guck mal, ob das Wasser jetzt da, weil das hörte sich so an, als würde es kochen. Mhm. Guck mir mal an, was da mit dem Wasser oder mit dem Zeug da drin passiert ist. Das Wasser kocht und über der Schale hängt auch noch ein Spiegel und der aufsteigende Dampf, der an dem Spiegel ist, der revealed einen Satz. Das ist derselbe Satz, der auch schon auf der Gruft stand, bevor ihr sie betreten habt. Wenn du ins pechschwarze Wasser schaust, schaut es vierfach zurück. Und das Wasser in der Schale ist auch pechschwarz, kocht. Leute, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Kommt ihr auch? Hallo? Ja, ich bin auf bin auf dem Weg. Sehe ich auf dem Weg irgendwo, wo mein Schlüssel irgendwo reinpasst? Nein. So, also irgendwas mit Augen. Ich guck mal in den Spiegel und ich guck mal ins Schwarze rein. Mach mal also, mit. Als du ins Schwarze reinschaust, hört das Wasser langsam auf zu kochen. Und zum Vorschein kommt eine kleine Pause. Und was wirklich in der Schule ist, erfahren wir in 10 Minuten, ihr Lieben. Eine Pause, sackiger Sack. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Wir gehen einmal also ganz kurz zu kleine Schallenbergs. Und dann sind wir wieder da. Bis gleich. Gleich. Bis gleich.